Ich bin heute zu Gast bei Head Up Games in der Nähe von Köln und schaue mir eine erste Version von dem Adventure-Spiel The Inner World an und spreche auch mit Entwicklern und Sprechern. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Als erstes zeigte uns Sebastian Mittag von Studio Fizbin das Intro von The Inner World, von dem wir euch hier nun exklusiv auf unserem Kanal einen Ausschnitt zeigen können. Gegen jedes Gesetz der Wahrscheinlichkeit gibt es ein Universum, das nur aus Erde besteht. Tief darin steckt eine gewaltige, kugelrunde Welt. Ihre Bewohner nennen sie Asposia. Beatmet wird sie von den heiligen drei Windbrunnen. Über den Ursprung dieses Windes ist man sich bis heute nicht einig. Dass er jedoch nach und nach verschwindet, ist eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem Wind ging das Licht. Mit dem Licht ging die Wärme. Und in der kalten Dunkelheit kamen die Windgötter. Mit versteinernden Blicken suchen sie seitdem die Asposa heim. Der einzige noch atmende Windbrunnen wird bewacht von dem Abt Conroy. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Asposa durch diese dunkle, kalte Zeit zu führen. Tagtäglich predigt er dem Volk Entsagung und Fügsamkeit. In der ewigen Hoffnung, Windgötter milde zu stimmen und den Wind wieder zurückzubringen. Beobachtet wird er dabei oft von seinem jungen Novizen, Robert, den er wie einen Sohn großzog, nicht wie seinen eigenen, zugegeben. Danach hatte ich ausführlich die Gelegenheit, schon einmal in das Spiel hineinzuschauen. Die erste Stunde hat mir bereits sehr gut gefallen. Die Geschichte ist sehr humorvoll erzählt, der Hauptcharakter ist zum Knuddeln naiv und die Rätsel wirken durchdacht. Die vielen Animationen sehen sehr gut aus und die Szenerie wirkt bereits jetzt belebt. Auch mit der Steuerung bin ich gut zurechtgekommen. Eine genauere Vorschau auf den Titel lest ihr im Juni auf adventure-treff.de. Ebenfalls zu Gast bei Head Up Games waren die beiden Sprecher Oliver Kriech-Matsura und Carlos Lobo, die mir interessante Details über die Synchronisation von The Inner World verraten haben. Ihr sprecht beim Spiel The Inner World mit. Was habt ihr für Rollen? Stellt euch mal nacheinander vor. Ich bin der Müllmann oder Müllverkäufer sozusagen, der ist relativ am Anfang. Möchtest du vielleicht einen Buchstaben kaufen? Den gibt es schon für günstiger. Aspirierin. Wozu sollte ich den denn brauchen? Wie heißt du, Junge? Robert. Tja, wenn du ein A hättest, könntest du zum Beispiel Roberta daraus machen. Oder Robert. Die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Und dann ein süchtiger Mönch, ein Spielautomaten-süchtiger Mönch. Und ich bin, glaube ich, mehrere Arten von Wachen. Was ich bewache? Was ist das denn für eine Frage? Ich bewache natürlich dieses Häuschen hier. Und die Gefangenen da unten natürlich. Und den Brunnen. Ich bin auch Brunnenwächter. Habt ihr euch jetzt gerade zum ersten Mal im Spiel selber gehört? Ja, ja. Ich habe ihn kaum erkannt, weil du bist da so mächtig. Das ist meine Lunchbox. Also ich hatte nur den Trailer halt schon gesehen und da habe ich nur den Müllmann halt mal ganz kurz gehört, aber meine Figur ist bis dahin leider nicht aufgetreten, aber jetzt haben wir beim Anspielen, da habe ich ihn dann doch mal gefunden, was ja schon mal ein großer Vorteil ist zu vielen anderen Spielen. Wenn es irgendwelche komischen Ballerspiele sind, da komme ich meistens gar nicht so weit, dass ich mich mal höre. Wie ist das für euch? Könnt ihr euch selber hören in dem Spiel? Könnt ihr das Spiel also quasi so genießen? Irgendwie kann man es gar nicht mehr hören, ehrlich gesagt. So, wenn dann bei Sachen, die auch wirklich toll sind, so wie bei dem Spiel jetzt, das ist einfach mit sehr viel Liebe gemacht, das sieht man und so. Und ansonsten weiter. Nächstes. Und bei dir? Unterschiedlich. Manchmal, muss ich sagen, gefällt mir ganz hervorragend gut und dann kann ich auch sozusagen das vergessen, dass ich das bin. Und dann gibt es aber halt eben auch Spiele, Filme, Werbung, was auch immer, wo man sich wahrscheinlich auch schon bei der Aufnahme irgendwie unwohl gefühlt hat. Und das höre ich dann auch tatsächlich dann meistens beim Resultat. Aber jetzt, das hat mir eigentlich fand ich ganz in Ordnung. Also hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Zum Abschluss meines Besuches wollte ich dann einiges von Sebastian Mittag von Studio Fizbin und von Skanda Esadi von Head Up Games wissen. Du hast uns heute jemanden mitgebracht. Wer ist das? Das ist Huck, unsere Taube, die
in dem Spiel ganz am Anfang auftaucht und später auch nochmal und eine gewichtige Rolle spielt. Und sie ist handgestrickt. Das wird wahrscheinlich ein sehr großes Sammlerobjekt. Gibt es Pläne, da einen Plan zu veröffentlichen, wie man sich das selber nachstricken kann? Die Idee ist aufgetaucht diese Woche tatsächlich. Wir denken darüber nach, ja. Also es wär ganz nett. Wir würden natürlich auch gerne in Serie gehen mit ihr. Aber das wird schwierig. Es ist halt ein Einzelexemplar bisher. Wie habt ihr denn zueinander gefunden mit dem Publisher Head Up Games? Das war zufälligerweise auf eurer Gamescom-Party vor 2 Jahren, hat unser Producer Marcel dich irgendwie in die Wege gekreuzt praktisch. Und dann kam man ins Gespräch. Und glücklicherweise ist das Resultat jetzt schon fast fertig. Dann haben wir jetzt die weltweiten Publishing-Rechte für iOS und PC und Mac. Und die Zusammenarbeit läuft bisher ja sehr, sehr schön und fruchtbar. Genau, auf jeden Fall eure Party, ihr habt eine Mitschuld. Im Forum wurde gefragt, warum macht ihr ausgerechnet ein Point-and-Click-Adventure? Warum macht man das? Weil das ist so eine persönliche Geschichte, natürlich auch bei mir, weil ich diese Spiele immer am meisten geliebt habe und die am längsten in meinem Gedächtnis geblieben sind. Also Figuren wie Stan oder so, die vergisst man nicht so schnell. Und das war ein frühes Erlebnis, dass mein Bruder den Amiga 500 hatte und da Monkey Island drauf gespielt hat. Und ich mit ihm eine Nacht lang Sam & Max durchgespielt habe. Und das sind so Erinnerungen, die da bleiben und denen man Schönes verbindet. Und wir hatten halt diese Welt entwickelt, Asposien, und haben dann überlegt, was machen wir denn jetzt damit, wussten noch gar nicht genau, was da jetzt drin spielen soll. Und dann wollten wir gerne ein Game machen. Und wir alle von FISBIN und in dem Team lieben halt total Stories und Charaktere und besondere Figuren und Witz. Und da kommt man eigentlich um eine Art Adventure-Spiel nicht herum. Alles andere dreht sich mehr um die Game-Mechanik. Die meisten anderen Genres. Im Adventure dreht sich es tatsächlich um die Charaktere und die Geschichte. Und das war in dieser Welt uns das Wichtigste. Und deshalb konnte man im Prinzip kein anderes Spiel damit machen. Bei den ersten Screenshots und bei den Spielszenen, die wir jetzt gesehen haben, denkt man ja unwillkürlich erstmal an Machinarium. War das eine Inspiration? Es gab nicht die eine Inspiration. Ich glaube persönlich, man ist immer inspiriert von allem, was einen umgibt. Und natürlich auch Medien wie Film, Spiele und so weiter. Machinarium hat mich sehr beeindruckt, ja. Und ich glaube, die Mareike auch. Und es war bestimmt auch mal bei den Moods dabei. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, ja. Und es gab aber auch Inspiration aus allen möglichen anderen Quellen. Also in so einem Prozess arbeitet man halt sehr viel am Anfang mit Moodboards. Also man sucht wirklich alle möglichen Referenzen. Das kann auch einfach aus der Geschichte sein, aus der Kultur und Malerei, sonst was. Und eben auch andere Spiele oder Filme, ja. Wie hat sich denn euer Independent-Dasein durch den Deal mit Head Up Games verändert? Das hat sich tatsächlich nicht geändert, weil wir das einer der wichtigen Punkte für uns als Entwickler war, weswegen wir auch eine Zeit lang eigentlich das alleine durchziehen wollten, aber dann eben doch mit Head Up noch zusammengekommen sind, weil wir gemerkt haben, die lassen uns halt machen. Also die reden uns nicht in den Inhalt rein. Wir machen das Spiel so, wie wir es von Anfang an geplant haben und können das genauso umsetzen. Und sie ermöglichen uns aber eben im Reichweite und unterstützen uns bei der Produktion. Und das ist natürlich ein unschätzbarer Vorteil. The Inner World macht einen sehr guten ersten Eindruck. Die gezeigte Version spielt sich bereits sehr gut und macht Lust auf mehr. Wir sind gespannt auf die Vorschauversion, aber den Daumen können wir wohl mit ziemlicher Sicherheit bereits jetzt nach oben zeigen lassen.